Also Michael, schön, dass wir heute bei euch sein dürfen. Und ich glaube, so die Freude, mit Massivholzmöbeln zu leben und das Kochen in Massivholzküchen, auch vor allem das Gemeinsame, das macht nicht nur Freude, sondern das macht auch wirklich Freunde. So ist es. Ja, und also schön, euch wieder zu treffen. Wir sind ja nicht ganz nah beieinander. Ja. Gute Stunde. Und habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefragt, wie seid ihr auf uns gekommen? Wie sind wir auf euch gekommen? Im Endeffekt gute Empfehlung. Empfehlung von Papa von Ann-Kathrin, die ist meine Lebensgefährtin. Und ihr Papa war eben schon einmal bei euch, hat sich manche Sachen angeguckt und hat uns den Tipp gegeben, Mensch, schau doch mal dorthin, da gibt es interessante Beratungen, gibt es interessantes Kocherlebnis. Und da haben wir gesagt, ja, hört sich richtig spannend an, ist in der Region, super, machen wir. Termin ausgemacht, hat sofort geklappt, spitze. Und wie ich das erste Mal in die Werkstatt kam, fiel ich vom Glauben ab, dass man Massivholz derart zu einem wirklich künstlerischen Ensemble kreieren kann. Also ich war baff, weil ich kannte das so aus der Holzwerkstoffbranche, wo ich tätig bin, bis dato nicht. Und das hat mich sofort begeistert. Kannst du dich noch erinnern, wenn dann seid ihr heimgefahren, wahrscheinlich irgendwann zurück, nach dem ersten Treffen mal bei uns, eben mal in die Werkstatt, einfach das alles sehen, fühlen, riechen, den Duft von dem wirklich wahren Massivholz. Und fallen dir spontan drei Kriterien ein vielleicht, die ihr dann besprochen habt, die euch wichtig sind oder ganz wichtig waren? Also wichtig war für uns sowieso, dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt in der Hausplanung waren, dass im Endeffekt das Haus um die Küche gebaut wird. Weil für uns schon immer bewusst war, die Küche ist das Zentrum, ist das Leben, da dreht sich alles drumherum. Meistens, wenn Freunde kommen, dann beginnt es in der Küche und es endet in der Küche. Und dann ist es doch umso schöner, wenn man eigentlich gar nicht aus der Küche rauskommt, sondern gleich dort bleibt. Ja, und dann so peu à peu einfach so kleine Schmankerl zubereiten und einfach gemeinsam Spaß haben. Das hat uns auf jeden Fall sehr überzeugt. Und weil ihr das auch bei uns schon gleich so mitbekommen habt. Ja. Dass man nicht durchmarschiert und sagt, Küche anschaut und erklärt, sondern dass man einfach anfängt und gemeinsam auch ausprobiert, was man in so einer Küche alles Schönes machen kann. Das auf jeden Fall. Und man hat gemerkt, ihr habt euch wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Ihr habt das Thema Küche bis ins Detail durchdacht. Also wirklich praktische Küche. Ich sage jetzt mal nicht nur theoretische Küche, weil oftmals gibt es ja diese wundertollen Designerküchen in Schwarz-Hochglanz, ja, Anti-Fingerprint, matt, wo man sich denkt, ja, wie soll ich da drin arbeiten? Ist total unpraktisch, ne? Und bei euch ist halt alles kombiniert. Also ihr habt einen tollen Werkstoff, super verarbeitet und wahnsinnig praktisch die Dinge angebracht. Und dann noch tolle Geräte, die integriert sind, die wir bis dato gar nicht kannten. Jetzt sitzen wir in eurer neuen Küche bereits. Der Umbau ist geschehen. Und es ist eine ehemalige Ausstellungsküche von uns. Und ihr hattet aber zunächst eigentlich mal einen ganz anderen Plan. Ja, so ist es. Also wir hatten bis dato die Idee, in einem runden Haus zu wohnen, weil quasi das Universum ja auch kugelförmig ist und die Planeten rund sind und viele Urvölker auch in runden Häusern wohnen, so die Idee. Und da waren wir zu dem Zeitpunkt eben noch auf einem runden Haus und Herwig hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen. Er hat da gleich skizziert und im Endeffekt eine tolle Küche entworfen, mit der wir dann unser Haus weiter konstruieren konnten. Also wir haben ja alles selber geplant und konstruiert bis zu dem Zeitpunkt. Bis heute, und bis dann gab es einen entscheidenden Punkt, ja. Warum sich das geändert hat. Genau, das hat sich geändert, ganz einfach, weil wir
weil sich Nachwuchs angekündigt hat bei uns. Und dann war natürlich das Thema, okay, in 9 Monaten ist der da. Und definitiv war uns bewusst, wir schaffen das in 9 Monaten nicht, das umzusetzen. Also unser Ursprungsplan. Und es kam dann auch zwischendrin hinzu, dass wir durch die Lehre des Vastu, also das ist quasi die indische Lehre vom Bauen und Leben in Behausungen, der Ursprung vom Feng Shui, der schreibt ganz eindeutig, dass runde Behausungen für den Menschen ungeeignet sind. Das heißt, du kommst in diesem Haus eigentlich nicht zur Ruhe. Deswegen nutzen das weise Architekten, um beispielsweise Besprechungsräume rund zu gestalten, weil man eben möchte, dass die Sachen schnell besprochen werden und die Leute weitergehen. Oder wenn man sich bei Starbucks anschaut, da gibt es Sitzgruppen, die sind eckig, da will man, dass die Leute sitzen bleiben, und dann gibt es die Stehtische, da will man schnell einen Durchsatz. Es marschiert hier schon auch das Wunder durch, das alles geändert hat, und ich glaube, wir schweifen jetzt so ein bisschen aus, aber das wäre echt mal ein Thema für sich vielleicht noch. Und jetzt habt ihr ja ziemlich schnell, und du sprachst von 9 Monaten, wissen wir auch warum, den Plan eben geändert. Und jetzt habt ihr aber jemanden gebraucht, der euch nicht nur eine Küche verkauft, sondern vielleicht ein komplettes Konzept. Ihr habt ja auch noch jetzt nicht nur Kochen, sondern auch Schlafen, Wohnen, sogar bis ins Bad habt ihr das umgesetzt mit uns. Und war es jetzt von der Begleitung her glücklich umsetzbar? Ich meine, du hast wahnsinnig viel Selbstarbeit da reingesteckt mit deiner Familie. Ja. Und wie war der Ablauf? Im Endeffekt, wenn man es auf einen Punkt bringen will, dann exzellent. Besser geht's nicht. Also mehr Unterstützung geht nicht. Und ihr wart auch die Einzigen, die uns die Unterstützung in der kurzen Zeit zugesagt habt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, das ist ja weil toll. Bis auf 2 Schreiner, die uns zusätzlich hier mit Ständerwänden unter die Arme gegriffen haben, 14 Tage vor Weihnachten, wart ihr wirklich die Einzigen, die gesagt habt, kommt, das kriegen wir helfen euch, wir greifen euch unter die Arme. Ihr habt uns super unterstützt mit dem Innenraumkonzept, wie du schon sagst, schlafen, Essen zubereiten, wohnen. Und ihr habt es auch in einer wahnsinnig kurzen Zeit gemeinsam mit uns realisieren können. Gott sei Dank mit der Ausstellungsküche, die ja wirklich perfekt bei uns reingepasst hat. Das ist ja sensationell, gell, dass das so das war. Also und dem Wahnsinn. Ganzen drumherum. Wir haben übrigens bis jetzt ein kleines Loch noch, weil wir haben auch natürlich viel zu tun, worüber wir sehr dankbar sind. Und die neue Küche steht noch nicht ganz, aber sie ist in Planung und es wird auch eine spezielle Küche, deswegen braucht ein bisschen mehr. Und wir müssen dankbar sein dann auch unserem Helmut Neugebauer, das ist praktisch der Chef unseres Küchenteams, der wirklich auch ins Detail, was jetzt bei euch denkt, was man auch spürt jetzt. Ja. Ich war ja ganz zum Schluss dann noch mit da, wo dann fast schon alles stand. Und einfach auch diese Installationsgeschichten, Elektroplan und so Sachen alle mit euch schon durchgemacht hat. Also das muss ich sagen, das sind wir auch sehr dankbar für unser Team und und dass der Helmut sich da dann auch so reinkniet. Und das freut mich sehr, dass das für euch gepasst hat. Sehr gut aufbereitet. Also das höre ich heraus, dass die Hilfe für euch wirklich wertvoll war dann auch. Definitiv, ja. Ja, weil wir natürlich vorher auch in der Wohnung gewohnt haben, wo das mit ganz vielen Treppen so ein Thema war. Und dann waren wir schon ein bisschen dran. Kriegen wir das jetzt zu dem Tag extra? Ja, wir alle. Ja, sehr schön, dass wir das wieder so geschafft haben und mit euch. Aber gut, es war auch mit euch natürlich sehr angenehm, da zu arbeiten. Und ich habe mir dann nur gedacht, als ich raus bin, so kurz vor Einzug, weil ich glaube, das Wochenende drauf war ja dann der Einzug und es war auch ein Mittwoch oder ein Donnerstag, ich weiß nicht mehr. Und dann denke ich mir, konntet ihr eure neue Küche und die neuen Möbel zunächst wahrscheinlich gar nicht genießen, oder? So K.O. wie ihr wart. Nee. Ja. Unser Nachwuchs nimmt auch mal mit. Genau. Ich übergebe wieder das Wort an dich und brauche genau das Gebäude. Dann frage ich jetzt einfach Michael nochmal allein für dich. Fühlt ihr euch jetzt schon angekommen und wohl, wie es jetzt entstanden ist und jetzt die Küche?
Also der Prozess zum Ankommen, ich glaube, der dauert bis heute noch an, einfach weil so wahnsinnig viel in so kurzer Zeit passiert ist. Das ist ja auch ein sensationelles Gebäude, also ringsum. Ja. Doch, man muss ja dazu sagen, wir haben Ende Oktober mit dem Umbau angefangen und in der ersten oder zweiten Februarwoche sind wir eingezogen. Ne? Und das von einem Rohbauzustand kann man sagen 1930, ja, weil wir wirklich rückgebaut haben bis zum Urzustand. Und das in der kurzen Zeit gemeinsam zu stemmen war eine geniale Leistung. Okay. Und deswegen also, darf man bis heute noch ein bisschen... Gratulation an euch, dass ihr es auch gestimmt habt. Und muss auch nicht alles gleich fertig sein. Man lebt einfach dann das Ganze wirklich gemeinsam. Man darf sich einleben. So ist gut. Ja, ich glaube, ihr wollt jetzt dann auch gerne noch zusammen kochen und wir bleiben noch bei euch. Wenn du drei Geräte nennen könntest, die du am liebsten hast, okay, oder drei Dinge, welche würdest du nennen? Also ich würde es so prioritätenmäßig staffeln, weil es gibt ein Gerät, das steht aus meiner Sicht über allem. Das ist der Miele Druckdampfgarer. Ohne den geht hier nichts mehr. Absolut. Ich würde aufs Kochfeld verzichten, ich würde auf so viele Dinge verzichten, die in normalen Küchen drin sind, aber der Druckdampfgarer gehört aus meiner Sicht in jede Küche. Weil ein besseres und effektiveres Gerät gibt es nicht, um schneller irgendwelche Gerichte zaubern zu können. Ich habe zum Beispiel Rouladen gemacht innerhalb von einer Viertelstunde im Druckdampfgarer mit einer Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Das ist doch eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und wenn ich noch Gerät 2 und 3 dazu wählen würde, dann würde ich den Teppanyaki noch wählen zum Anbraten, weil er ist einfach super schnell sauber, er macht richtig Spaß, egal ob mal große Menge, kleine Menge, 4 Forellen, 5 Forellen, 6 Forellen, keine Ahnung, Bratwurstle. Es geht alles, es geht ruckzuck, die Temperatur wird kontinuierlich gehalten, er spratzelt nicht, er macht nicht viel Sauerei und Dreck und er ist einfach der Hingucker jeden Abend. Ja, die Leute wollen immer zum Teppanyaki. Ja, aber gehen dann nimmer aus der Küche raus. Gehen nimmer aus der Küche raus. Und Gerät Nummer 3, das ist eine heiße Entscheidung, weil der Geschirrspüler ist natürlich schon extrem wichtig, aber ich würde mich tatsächlich, obwohl ich am Anfang es nicht verstanden habe, für das Thermalisierbecken entscheiden. Weil ich mittlerweile der Ansicht bin, dass wir sowieso weg von diesem Mengenfleischkonsum dürfen, hin zu einem Genießen von Fleisch. Und die Qualitätsstufe, die ich durchs Sous-Vide-Garen erreiche, die ist unglaublich. Die schaffe ich nicht in der Backröhre oder durchs pure Anbraten oder durch im Bräterbraten. Das geht einfach nicht. Die Zartheit, das, was da hinten bei rauskommt, da muss ich sagen, da sind die anderen Zubereitungsmethoden eigentlich frevelhaft für dieses hohe Gut. Wir merken es jetzt an den steigenden Preisen von Fleisch und es darf aus meiner Sicht der Preis vom Fleisch noch weiter steigen, damit wirklich das Bewusstsein dafür steigt. Das wären meine drei Favoriten. Mhm. Also was ich am allermeisten... Kommt die Spülmaschine. Ja, die ist natürlich auch wichtig, aber was ich am allerbesten finde, ist dieses Zusammensein in der Küche. Mhm. Also das ist so dieses Kochen und Gemeinschaft voneinander zu trennen, indem man Küche in so einen abgesonderten Raum tut und keiner kann damit sein, das fand ich immer total blöd. Und jetzt hat dieses hier, man sitzt zusammen, man redet und der eine wird zubereiten und das ist so, ja, das Nonplusultra. Also das war schon der größte Wunsch, dass wir einfach zusammensitzen können und nicht mehr dieses, was hast du gesagt? Sondern du, ich schnippel gerade und wie war der Tag und so. Das ist einfach schön, ja. Also die Geräte waren mir ganz wichtig, vor allem auch das Sous Vide, weil ich am Anfang so rum hatte, bei mir nicht so lieb, ne? Was soll das überhaupt? Aber mittlerweile sage ich, hallo, genialer und besser und einfacher geht's nicht. Man muss dazu sagen, dass ihr eigentlich nicht die normalen Fleischkonsumenten seid, sondern ihr habt Jagd und esst das geniale Wildfleisch, wo die Tiere einfach mit dem Gras im Maul und im Schuss ein schönes Leben hatten. Genau, die hatten. Und dann verwertet ihr die Gans. Ja. Vom Kopf bis
Schwanz. Kann man wirklich so sagen, ja. Mit Sous-Vide ist ja, ja, es tatsächlich möglich. Da kommt es nämlich jetzt wieder. Ne? Genau, ja. Damit ist also es. Also das kann ich auch ergänzen. Ich habe mir sonst immer wegen das Thema gehabt mit diesem Wildgeschmack, der dann rauskam, vor allem beim Wildschwein. Da war dann immer so, klar, das war auch mal gut, aber so größere Stück habe ich nicht gebraucht. Und als wir zum ersten Mal das Wildschwein im Sous-Vide-Bad hatten, jetzt ist der Wildgeschmack so richtig schön mild. Das habe ich noch nie vorher bei einem Gericht erlebt. Das war schön. Ja, oder dann auch den Fond zu zaubern im Druckdampfgarer. Ne? Mhm. Ich habe vorher noch nie einen Fond gemacht. Das stimmt. Habe ich im Blog nachgelesen, Herwigs Blog, ne? Fond, zack, 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 was brauchen wir? Okay, großen Garbehälter, nein, das Zeug. Zack, 120 Grad, 45 Minuten. Und dann ist das Ding fertig. Genial, besser geht's nicht. Was da andere Leute 6-8 Stunden lang rumköcheln, um da einen Fond zu zaubern und... Also war ja ein Volltreffer für meine Familie zum Geburtstag. Abschließend vielleicht noch eine Frage. So du, ich meine, wir uns gegenüber, ihr seid Next Generation auf jeden Fall. Ja. Ne? Und hast du oder habt ihr jetzt, Ann-Kathrin ist jetzt draußen, habt ihr vielleicht einen Tipp für mögliche Neukunden? Der Tipp oder Ratschlag würde ich sagen, kauf einmal und anständig. Und dann aus der Region, mit Holz aus der Region, weil du hast Freude bis an dein Lebensende. Ja, dann wünsche ich euch auch, dass ihr diese Freude weitertragt. Und jetzt vor allem mit eurem kleinen Leandro. Ja, herzlichen Dank. Ja, dass ihr da ganz viel Freude habt und schöne Zeit mit eurer Familie. Die haben. Da kommt er schon dazu. Ich marschiere hier mal schnell drüber. Weil der Mensch die ganze Zeit schmatzt. Ja, und er kann ja auch. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke, weiter viel Freude. Danke euch. Und ja, lebt euer Leben, so wie ihr es euch ausdenkt. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Gut. Ganz lieben Dank.